herzlich willkommen zu einer neuen Woche unseres Lieblingsrätsels Quip. Wir spielen natürlich auch heute wieder um knackige 500 Tacken. Ihr habt dann jeweils 10 Sekunden Zeit, um 7 Fragen richtig zu beantworten. Beantwortet ihr mal eine Frage falsch, könnt ihr natürlich bis zu unserer 4. Frage ein Extra-Leben einsetzen oder ganz entspannt und ohne Stress im Quipfer-Fun-Modus weiterspielen und noch weitere wertvolle Quip-Punkte sammeln. Die könnt ihr dann am Ende wieder gegen ein Extra-Leben eintauschen. Ihr seht, nichts Neues, aber ich sag's euch trotzdem jedes Mal wieder. Ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal mit 8058 Quipsern. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und der ersten Frage. Wie lautet der sprichwörtliche Satz mit X? Jetzt aber fix, mehr Spaß am Sex oder das war wohl nix? Ja, ein Satz mit X, das war wohl nix. Die scherzhafte Redewendung wird bei einem Scheitern oder einer Enttäuschung benutzt. Dabei kann der Nebensatz weggelassen werden, sodass man sich ihn einfach nur hinzudenken muss. Ihr kennt das. Das war wohl nix war unsere richtige Antwort. 8873 von euch wussten das und dürfen mit mir einfach direkt so schnell wie möglich weiter zur zweiten Frage. Von Delfinen ist bekannt, dass sie für gewöhnlich beim Schlafen Fünfe gerade sein lassen, ein Auge zudrücken oder Nachsicht üben. Die beiden Gehirnhälften eines Delfins wechseln sich tatsächlich beim Schlafen ab. Während sich die eine Gehirnhälfte ausruht, passt die andere auf, dass der Delfin nicht ertrinkt, gegen irgendein Hindernis schwimmt oder vielleicht sogar angegriffen wird. Dabei ist dann das Auge geschlossen, das gegenüber von der schlafenden Hälfte liegt. Und deshalb drücken Delfine ein Auge zu. Das wussten 7950 von euch. Gut gemacht, damit sind wir bei der dritten Frage für heute. Wie heißt eine sehr populäre Indie-Band aus New York? Vampire Weekend, Zombie Holiday oder Bloody Afterwork? Mitte der Nullerjahre schlugen Vampire Weekend auf der Oberfläche der Popmusik auf. Fans und Kritiker waren sofort hellauf begeistert, weil endlich mal die Band so anders klang. Die Band ließ sich zwar von afrikanischem Pop inspirieren, war aber auch ganz klar hörbar eine westliche Rockband. 2019 veröffentlichten sie dann ihr viertes Album Father of the Bride. Vampire Weekend ist hier richtig. 5414 von euch wussten auch das noch und sind mit mir jetzt schon bei der vierten Frage für heute. Was hinterlässt der US-Präsident traditionell seinem Nachfolger in der Schreibtischschublade im Oval Office? Einen Glücksbringer, ein Erinnerungsfoto oder einen Brief? Briefe von einem Präsidenten an den nächsten haben in den USA tatsächlich eine sehr lange Tradition. Auch Donald Trump bekam eine Nachricht von Barack Obama und zeigte sich nach seiner Vereidigung dankbar für die Worte seines Vorgängers. Deshalb ist unsere richtige Antwort hier natürlich der Brief. 5420 wussten auch das noch und spielen mit mir jetzt die fünfte Frage für heute. Und ich hoffe, ihr habt am Freitag bei unserem Quippy gut aufgepasst, denn das war unser Quippy-Tipp. Die 50-30-20-Regel soll einem dabei helfen sein, Geld besser einzuteilen, Wunschgewicht zu halten, Urlaubsziel auszuwählen. % des Monatseinkommens sollten tatsächlich für das Lebensnotwendige drauf. Und damit sind wir bei der sechsten Frage für heute. Was darf im Heißgetränk nicht fehlen, wenn es sich um einen Bulletproof Coffee handeln soll? Karamellsirup, Butter oder schwarzer Pfeffer?
Das Rezept ist folgendes. Eine Tasse Filterkaffee, 2 Esslöffel Weidebutter und dazu etwas Kokosöl. Aber die Mixtur soll nicht nur bis zum Mittagessen satt machen, sondern auch für einen unvergleichlichen Energiekick sorgen, da das Koffein durch das viele Fett nur langsam ins Blut gelangt. Besonders in der umstrittenen ketogenen Diät, bei der man auf Kohlenhydrate verzichtet und sich dafür fett- und eiweißreich ernährt, erfreut sich dieses schöne Getränk großer Beliebtheit. Die richtige Antwort hier ist demnach also Butter, 2222, ach Schnapszahl, wussten auch das noch und spielen mit mir jetzt die 7. Frage für heute. Wo muss man nur ein N einfügen, um den US-Staat in seine Einwohner zu verwandeln? Colorado, Texas oder Hawaii? Die guten Einwohner von Hawaii nennt man auch Hawaiians, von Colorado Coloradans und aus Texas wird dann die Texans. Da fügt man einfach nur ein kleines N ein und schon haben wir unsere richtige Lösung. 1328 von euch wussten auch das noch. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt unseren heutigen Jackpot abgeräumt. Ihr kriegt 38 Cent an Sabine, Ach, Agatha, Antonio 22, Amsmarie, Sven 2910, wie ihr auch alle heißt. Ich hoffe, ihr macht was Schönes mit dem Geld. Ich habe jetzt noch einen Quippy-Tipp für morgen für euch und dann haben wir es auch schon wieder geschafft für heute. Informiert euch doch mal über ein legendäres Konzert aus dem Jahre 1965, das mit der Berliner Waldbühne zu tun hat. Wir sehen uns dann tatsächlich am Donnerstag erst wieder. Bis dahin eine schöne Quippwoche. Tschüss! We'll be right back.